Hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey mit unserer Cassandra und Vögelchen. Zwitz, 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 zwitz. Flieg weg, Vogel, flieg weg. Ja, und wir sind auf dieser wunderbaren Insel Andros. Oh, hier müssen wir direkt aufpassen. Hier ist ja ein Sperrgebiet gewesen, ne? Erinnern uns. Ah, da sind noch gar keine mehr, oder? Die haben wir doch alle umrasiert. Guck mal, da haben wir noch einen Gefangenen einfach liegen lassen in der letzten Folge. Und hier noch voll den Kram hier. Oder ist es gerade alles hier wiedergekommen? Na dann. Das kann natürlich sein, weil ich neu reingeladen habe. Aber hier ist noch jemand, der will hier raus, befreit werden. Ja, Leute, wir sind wieder live auf Twitch. Du hast mir meine Freiheit geschenkt. Wie soll ich dir nur danken? Und für alle, die das immer noch nicht gecheckt haben und vielleicht gerade dieses Video auf YouTube sehen sollten, einfach mal bei twitch.tv/sarazar vorbeischauen. Da könnt ihr völlig kostenlos folgen und werdet dann informiert, wenn wir online gehen mit Livestreams und so weiter. Weil das immer noch viele, glaube ich, nicht verstanden haben. Haben wir auch gerade eben drüber geredet und viele immer noch nicht mitbekommen haben, dass ich jetzt überhaupt bei Twitch bin. Ja, komm, ich lasse euch alle raus nochmal hier. Ja, freut er sich. Die Freiheit. Du hast mich gerettet. Hallo Drollo. Hallo Rossi, hallo Bidu, hallo Niri, die alleine arbeiten muss. Dekiano ist am Start und noch einige weitere Leute. Freut mich, dass ihr am Start seid. Guck mal, jetzt haben wir erstmal was Gutes getan, Leute. Und hier haben wir ein paar Leute befreit. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rein, um euch mal ein bisschen was zu zeigen und aufzuklären, wo waren wir eigentlich stehen geblieben und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal hier auf die Odyssee, ja, und hier auf die Erinnerungen, ne? Ja, und wir müssen uns um diesen Speer kümmern, da wollen wir weitere Nachforschungen anstellen. Der Speer ist Leonidas, oder Leonidas, wie man ihn auch immer aussprechen will. Und den kennt ihr ja, das war ja der Typ aus 300, der Anführer der 300 Spartaner. Und diesen Speer hat Cassandra in ihrem Besitz und ich denke mal, dass ihre Blutlinie wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat, ne? Und der Herodotos wusste natürlich sofort, dass Cassandras Speer etwas Besonderes war. Mhm. Bei den Thermo... ja, das war... Bei den Thermo... da war Thermopylen, da war diese Riesenschlacht, wo die Perser damals dann die 300 Griechen angegriffen haben, die natürlich aber nicht nur 300 waren, sondern waren eigentlich ja noch einige andere griechische Stadtstaaten dabei, aber Griechenland hat tapfere Krieger gestellt, 300 Stück an der Zahl, laut dem Mysterium, laut diesem Mythos. Wir hatten ja in den letzten Folgen da auch schon viel über Leonidas dann erfahren und so. So, jetzt holen wir mal hier unser Horse. Los! Reiten wir darüber, ne? Rüstung und so müssen wir uns auch noch kümmern. Komm schon. Finchkeil, danke schön für deinen Twitch Prime Sub. Danke für deinen Support. Ja, wer es auch noch nicht mitbekommen hat, nämlich man kann bei Amazon, wenn man Amazon Prime hat, kann man mich völlig kostenlos auch abonnieren und die Vorteile nutzen wie Emojis bei Twitch und so weiter. Das kostet dann auch nichts. Also Follow ist eh völlig kostenlos, aber dann abonnieren und followen ist was unterschiedliches bei Twitch. Da kann man auch normal 5 Euro bezahlen halt sozusagen oder halt über Twitch Prime das komplett kostenlos bekommen. Muss man allerdings jeden Monat wieder erneuern. Und so ein normales Abo verlängert sich natürlich, bis man es kündigt. Das kann man dann direkt kostenlos auch kündigen, also beziehungsweise das Abo beenden. Da wäre ich. So, ist nicht so, dass ihr jetzt 12 Monate oder irgendwie sowas abonnieren würdet, sondern es kann jederzeit gekündigt werden. Und Follow, wie gesagt, wie abonnieren bei YouTube, ist komplett kostenfrei. Bits, ob die Bits, doch Bits werden angezeigt auch. Das müsste eigentlich funktionieren. Also es wird ja auch im Chat angezeigt und so. Aber da muss ich auch noch, wie gesagt, ich bin ja noch ein Anfänger bei Twitch, Leute. Da muss ich auch noch durchstarten, nur um die Fragen jetzt mal hier eben zu beantworten. Jetzt machen wir mal wieder. Guck mal, das ist doch irgendwo im Untergrund. Finde und betritt das mysteriöse Bauwerk. Hier, das sieht doch danach aus, oder? Oh. Bewegung. Guck mal einer an. Geht's doch tief nach unten. Alter Schwede. Okay, die alte Zivilisation hat ihre Spuren hinterlassen. Vielleicht hat Leonidas auch was damit zu tun. Erstmal die Sachen aufsammeln. Erstmal gierig hier, ne? Zack, 5 Drachmen. Zack, nochmal 4 und rein in die gute Stube. Ist das eine Tür? Ob das eine Tür ist? Wie kommt man da nur rein? Ich frag mich, ob... Ob der Speer sowas wie ein Schlüssel ist? Könnte theoretisch möglich sein, ne? Da ist ja was dran.
Ach, und ich habe übrigens auch noch eine coole Nachricht. Unser Studio geht mit großen Schritten voran, wo wir dann ja ein paar andere Aufnahmen auch noch machen wollen, wie Let's Eats und so weiter, bei YouTube dann. Also da werden richtig coole Videos kommen, freue ich mich drauf. Und die Couch ist jetzt endlich da und so weiter, also könnte sehr bald losgehen. Jetzt aber junge Cassandra. Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab, ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Was gespürt? Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Unsere Mutter. Nette Dame, muss man sagen. Sie hat sich auch damals für uns eingesetzt. Erinnern wir uns ja, wo wir da die Klippe runtergeworfen wurden. Und Deckis, danke geht raus an Jack the Ripper. Danke für deinen Twitch Prime Sub, mein Lieber. Also, ja, jetzt werden wir auf jeden Fall Nachforschung anstellen, was mit dem Speer auf sich hat. Ich habe dich nicht vergessen. Und an den Jan geht auch ein dickes Danke raus. Ein Küsschen. Oh, jetzt aber Spannung hier. Wir sind wohl die Ersten, die das seit Leonidas, wenn er überhaupt da war, betreten. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Erkunde die Höhle. Wie ist sowas überhaupt möglich? Ja, jetzt als alte Assassin's Creed-Hasen sind wir natürlich nicht so geflasht, ne? Da wissen wir schon Bescheid, ne? Alte Zivilisation und uralte, ja, die das Wissen und die Macht hatten und den ganzen Schnickschnack. Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Aber für Cassandra ist das natürlich unglaublich. Da drüben leuchtet etwas. Eindrucksvoll, oder? Oh, das ist doch der Speer von unserem Vater. Und unser Bruder ist durchgedreht. Unser Gegenspieler ist unser Bruder quasi. Zumindest in unserer Geschichte. Aha. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Na, und ich wette, jetzt müssen wir noch ganz viele andere Teile holen. Aber, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, und GTA Roleplay, ja, werde ich bald auch mal, glaube ich, wieder starten, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, weil das ist nicht sowas wie für zwischendurch. Wisst ihr, was ich meine, Freunde?
Ja, vielleicht ist der Speer von Leonidas eine Waffe aus der ersten Zivilisation. Das kann gut sein. Und jetzt in die Realität wieder zurück. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen, sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Ey, was soll die Scheiße? Sag mir nicht, dass ich mich ausruhen soll. Du hast recht, ich brauche eine Pause. Ja komm, wir machen mal eine Pause. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Tracker hält. Tu ich nicht. Aber Tracker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Cassandra und Deimos. Ich meine Alexios. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemanden finden, der es kann. Und? Was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Und den könnte ich auch gebrauchen. Also, haben wir jetzt nochmal erklärt bekommen, ne? Leonidas, Cassandra und Alexios, halt die Blutslinie, die den Speer verbindet. Und den Speer, der soll die Regeln der Physik auseinandernehmen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Ja, der Jack fragt, warum wir gerade nicht mehr auf YouTube streamen. Das liegt daran, weil ich jetzt Twitch-Partner bin und das ist da nicht mehr erlaubt. Adler sind prima, aber interessierte Affe wäre noch cooler. Interessierte Affe wäre echt cool. Und deswegen geht das nicht in Doppelform. Hat aber auch seinen Vorteil, dass wir da jetzt auf YouTube wieder richtige Folgen haben. Sich da nämlich so viele beschwert haben, dass ich da dann immer so 3-Stunden-Streams rausgehauen habe. Und ich glaube, von diesem Spiel wären es eher 5-Stunden-Streams geworden. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Wobei wir da ja auch so 2-3 Stunden immer wieder zocken. Gucken wir doch mal, ob die Mails hat. Schauen wir uns nochmal an hier. Danke dir, Zähnchen, für deinen Twitch Prime Sub. So, guck mal hier. Boah, da ist aber richtig viel zu lesen. Da können wir richtig viele Mails jetzt noch lesen. Also das empfehle ich den Leuten bei YouTube nachzuschauen. Ich klicke die einfach alle mal an. Ich werde jetzt nicht alle durchlesen. Aber hier könnt ihr theoretisch einfach Pause drücken bei YouTube später. Wenn das dann als Folge erscheint. Und das dann, falls es euch wirklich interessiert, einfach euch komplett durchlesen. Ach du Scheiße. Das sieht aber interessant aus. Ja, das gucken wir uns jetzt einmal mal ein bisschen an auf jeden Fall, aber jetzt nicht super ein Radrennen, war es auch am Start. Super detailliert machen wir das jetzt nicht. Dazu, wie gesagt, die Pausefunktion bei YouTube nutzen nachher. Oder eben bei Twitch, da gibt es das ja auch immer komplett direkt den ganzen Stream. Wo hat man den Vorteil, dass man wirklich beides hat? Oh, hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Die Diebe sind ohne die erhoffte Beute geflohen, alles klar. Realität als Simulation. Ja, das wird noch spannend. Guck mal, da kriege ich auch mal eben alles durch, Freunde. Und dann mache ich mal wieder mit dem Gameplay weiter. 10 religiöse Artefakte mit... sehr geil. Aber interessant, dass sie sich da so Mühe gegeben haben. Die Simulationstheorie. So, das Team zusammenbringen.
Sind natürlich auch Anschlüsse. Oh. Arlen Cunningham. Aus den USA. Den noch ein paar Informationen. Okay. Aus Boston. Aus Osaka, Japan. Und Victoria Bibo, die kennen wir ja. Die ist ja mit uns unterwegs hier. Die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich. Victoria, aber sie scheint eine gute zu sein. Komisch designt ist, finde ich so. Die sieht so irgendwie so doch computerspielisch aus, wenn die anderen Charaktere hier schon sehr real aussehen. Juno kennen wir natürlich auch alles. Also, hier sind natürlich zusammengefasst natürlich viele Informationen. Dazu einfach mal echt die anderen Assassin's Creed Folgen auch noch von mir gucken. Ihr findet das alles auf meinem Kanal, die ganzen Assassin's Creed Folgen. Auf dem YouTube-Channel ist das alles auch in der Beschreibung verlinkt unter den Folgen. Da könnt ihr dann einfach mal schauen. Da gibt es so viel Geschichte. Ey, wenn ich das jetzt alles auspacken müsste, dann wären wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dran. So, aber hier skippe ich einmal durch. Wie gesagt, Griechenland, die Hellenische Republik, Hellas. Ja, hat man auch was gelernt. Erste Zeichen menschlicher Vorfahren, 270.000 Jahre vor unserer Zeit. Das ist schon richtig krass. Höchste Zivilisation, 3200. Die Griechen waren echt früh am Start, das muss man echt sagen. Eine der ersten großen Zivilisationen. So, und hier auch nochmal schnell durchgehopst. Und da, oh, eine mächtige, todbringende Nahkampfwaffe, ISO-Technologie. Kann ausgerüstet, aufgerüstet werden, unvorhersehbare mentale Effekte. Boah, Speicher für genetische Erinnerungen. Von Leonidas dem Ersten an sein Enkelkind weitergegeben. Mhm, das sind zufälligerweise wir. Was haben wir denn hier an Medien? Das verlorene Buch von Herodotus. Der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Tja, so läuft der Hase manchmal, ne? So, den Rest können wir noch nicht anklicken hier. E-Mails gibt es hier auch jede Menge. Unser nächster Einsatz, da sind noch ein paar E-Mails. Liebe Laila, da gehe ich jetzt nicht komplett. Also das ist mir jetzt zu anstrengend, ehrlich gesagt. Das reicht. Können wir nochmal eine Schnellspeicherung machen hier? Ja. Und jetzt einmal zurück. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Ja, das ist das wunderbare Griechenland gewesen. Immer noch sehr schön. Faszinierend. Layla, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Vielleicht, wenn euch irgendwas in diesen Informationen aufgefallen ist, könnt ihr es ja nachher mal bei YouTube in die Kommentare schreiben. Beim letzten Mal haben wir ja da schon richtige Hints gefunden, als wir diese Listen einmal durchgegangen sind. Was dann auch der Community in den Kommentaren aufgefallen ist. Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Das, Trafalgar hat gerade geschrieben, das E-Mail-Postfach ist so wie bei Sarazin echt. Ja, ach, glaub mir, da sind so viele E-Mails in meinem Postfach. Das ist manchmal echt so, boah, guck ich jetzt lieber nicht rein. Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Okay, ja. Ja, genau. Vor allem aber berufliche Mails. Das ist auch dann immer... aber die muss ja durch. Muss man durch, so ist das. Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. So, das Team haben wir eben ein bisschen überblicken können, was dabei ist. Werden wir sicherlich auch noch mehr kennenlernen. Entschuldigung. Ich frage mich, ob die Fries London wiedererkennen würden.
Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Hm, die Fries. Kleiner Hint zu Syndicate. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. So, und das ist quasi das neue Team hier, das probiert hier Nachforschung anzustellen auf Seiten der Assassinen. Dieser Truppe, die jetzt hier zusammengekommen ist. Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Werden wir sicherlich auch noch genauer kennenlernen. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Fourth? Wobei in Origins ja auch dieser Real-Life-Part nicht so ausgeprägt war. Achso, das haben wir schon. Okay. Ja, da gäbe es noch irgendwas. Nee, gut, dann haben wir hier alles gecheckt. Haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut in der Real-Life-Welt. Können wir theoretisch zurück zum Animus. Wir aber nochmal hier reinschauen, ob vielleicht hier auch noch was gibt. Was? Easter Egg. Ja, das ist der Rabbit. Was macht der denn hier? Geil, haben wir schon mal ein Easter Egg gefunden. Dann will ich mir nochmal den Raven Rabbit angucken. Was? Nice. Ja, und Wikinger-AC würde ich mich auch abfeiern, ne? Würde ich auch abfeiern, ohne Ende. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja, ich bin bereit, wieder zu Cassandra zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Mit dem Rabbit und solche Easter Eggs mag ich ja. Finde ich super lustig. Eine neue Quest erwartet dich. Wir kommen. Herr Lafitte, herzlich willkommen zurück. Und an alle, die jetzt neu dazugekommen sind, Hallöchen. Wenn wir so durch diese Spektralformen fliegen. Jetzt habt ihr gehört, wir sind jetzt auf jeden Fall länger im Griechenland. Ne? Im Prinzip ist das hier eh viel geiler als diese ganze Real-Life-Story. Viele Leute beschweren sich auch immer über die Real-Life-Story. Findet ihr das? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wohl gerade hier mal im Stream. Oder kann man das eigentlich komplett weglassen? Ja? Damals mit Desmond war es vielleicht noch was anderes, weil man so einen Charakter durchgetragen hat. Jetzt probieren sie das ja mit Layla nochmal ein bisschen. Wikinger hatten sie ja schon in den letzten Spielen mit For Honor. Ja, aber das war ja ein ganz anderes Universum, Jamie. Und jetzt hier bei Assassin's Creed würde das theoretisch auch gut passen. Nice. Mein Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Der Kult, den unser Bruder anführt. Der Speer des Leonidas. Verbessere den Speer des Leonidas hier in der Schmiede. Das ist von Hephaistos, okay, cool. Mit Fragmenten von Artefakten. Durch die Verbesserung erhöhst du dein Adrenalin und schaltest mächtigere Fähigkeiten frei. Sammle Artefaktfragmente von besiegten Mitgliedern des Kultes Kosmos. Benutze das Questmenü, um deinen Fortschritt bezüglich weiterer Speerverbesserungen zu überprüfen. Oh. Da will ich auch mal gerade was schauen. Wir können ja auch... Das sollte ich... Also als nächstes wollte ich eigentlich ursprünglich mal diese Standardfähigkeiten verbessern. So, hier haben wir Speerstufe 2. Speer des Leonidas. Aber... Wo kann ich jetzt hier irgendwie was noch machen? Das ist doch. Ich bin noch vorher. Ich kann jetzt doch gerade gar nicht. So Fähigkeitspunkte habe ich nichts über und so. Hier wollte ich eigentlich hier erwerben. Wisst ihr? Sechster Sinn und sowas. Damit wir mal diese Punkte hier im Fernkampf voll nutzen auch.
Naja, Herodotos wird sich freuen. Denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier. Ja, lange, lange vorher war jemand von uns hier. Also da müsste ich nochmal gucken, wie ich das mit dem Speer, da muss ich mir nochmal zu Gemüte führen in Ruhe. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr die auch immer gerne hier im Chat schreiben. Ob Leonidas von diesem Ort gewusst hat? Ja, das habe ich mich auch schon eben gefragt, ne? Land. Vielleicht hat er den Speer von denen bekommen, ne? Und konnte deswegen so krass fighten mit den 300. Autsch. Pfeil. Alter. Frei zu reden! Deimos alias Alexios. Ein Treffen mit unserem Bruder. Und er ist der Anführer der Kultisten. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich da ergibt. Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt? Geht's dir gut? Alexios, du lebst! Fass mich nicht an. Komm schon, kleiner Bruder. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls du sie wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja. Es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Was? Ist der bescheuert? Wenn es das ist, was du glaubst, Alexios, hast du dir wohl dabei den Kopf gestoßen. Es wurde mir berichtet. Und zwar nicht von einer Lügnerin wie dir. Und nenn mich nicht Alexios. Gut, Deimos. Aber den kenne ich noch nicht. Er ist ein Halbgott. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Okay, er ist durchgeknallt. Halbgötter beugen sich keinem Kult. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Verschon mich. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche nach unserer Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sehen deine Kultisten anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden, wenn wir sie finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Oh. Was soll man sagen? Wir haben den nicht gefunden oder wir haben ihn getötet? Das ist jetzt wieder eine tricky Sache. Da müssen wir weise entscheiden. Und das Dänchen. Dankeschön. Oder das Tantchen. Getötet, sagt ihr alle. Okay, ich habe Nikolaus getötet. Okay. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, steht einer weniger auf ihrer Liste. Ich habe Nikolaus getötet. Und doch gibst du dich rechtschaffen. Und bist am Ende genau wie ich. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, glaubst du, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Mutter suchen? Bitte, du bist schwach. Sehr blöd, ne? Nenn mich nicht schwach, es geht nicht um Schwäche. Können wir ihn überzeugen? Oh, ich glaube nicht, Leute. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Steig von deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan und den wirst du nicht durchkreuzen. Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht.
Wir machen Politik. Die, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich. Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Netter Typ. Der Kult ließ Myrine leben. Und Nikolaos auch. Warum sollen sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast dir das eingebrockt. Und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in dein auch. Sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Ich bekämpfe den Kult, das weißt du. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Jetzt ist interessant. Zuerst kriegst du, was du verdienst. Du bist immer noch mein Bruder, sagen wir, komm. Immerhin haben wir uns gefunden, Bruder. Du sollst mich nicht anfassen. Demos! Ja, ich wollte ja auf seine Familienehre pochen. Malaka. Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Okay, aber aufs Bildchen. Aua. Schnürkel verstaucht. Da humpelt sie erstmal ein bisschen, die Cassandra. Die MV hat sich genauso entschieden. Ja, das ist, glaube ich, auch die, ich sag mal, diplomatischste Entscheidung, die vielleicht nachher auch. Vielleicht kommt er ja noch zur Besinnung. Vielleicht rettet er uns das Leben. Wenn wir jetzt den direkt als Gegenspieler haben, ist ja schwierig. Obwohl der ein bisschen sehr, sehr geisteskrank war, ne? Also der ist ja wahnsinnig geworden, oder? Der Alexios alias Demos. Von Dämonen besessen wahrscheinlich. Wenn man sich das... Oh, Entschuldigung, Jungs. Wollt ihr nicht stören, gerade hier bei eurem komisch, was auch immer ihr gemacht habt. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Der denkt, er wäre ein Halbgott. Und das ist ja schon ein bisschen durchgedreht. Aber was hat die alte Zivilisation damit zu tun? Oh, hier können wir auch Kram lagern. Eigentlich ganz praktisch. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ups, ich will mit ihm reden. Hey. Hey, Hero. Und? War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht, es gab dort sowas wie ein Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Cassandra, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Demos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um, das hat er mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie, Perikles. Warum sollte er dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort. Okay, dann wollen wir mal losziehen, würde ich sagen. Ne? Gucken wir mal eben in unsere Questlog. Mehrere Quests angenommen, finde ich praktisch, finde ich toll. Zack. Verbessere den Speer, sammle Artefaktfragmente. Eins müssen wir dann noch finden, genau. Dann können wir ihn auch erst verbessern, dann ist das auch erledigt. Begib dich nach Attika, ne, bei den Athena-Boys um die Ecke. Und hier Level 14, verbessere den Speer. Dann wollen wir das erstmal angehen, würde ich sagen. Den Speer mal verbessern. Und, warte mal, ich gucke mir gerade nochmal die Map an. Unsere gute alte Freundin, die Karte. Oh, guck mal hier. Guck mal da an. Da müssen wir hin. Da müssen wir einfach hin. Gib den Kurs vor, Kapitän. Reisegeschwindigkeit, wenn ihr bereit seid, Männer. Schneller. Das Tempo. Vorwärts. Ho, ho, ho. Kann noch nicht in die Reisegeschwindigkeit gerade. Aber ich will auf jeden Fall dieses Schiff niedermähen. Und dann können wir den Speer verbessern. Mev, danke dir! Grüße gehen raus an den Jeffcore und danke für deine Bits.
Ich muss das noch irgendwie einstellen. Das scheint auch noch rumzubuggen, meintet ihr gerade im Chat irgendwie. Ich habe selber ehrlich gesagt noch keinen genauen Plan. Aber ich hatte letztens auch ein paar Fehler. Tatsächlich. Oh. Vielleicht wird von beiden Seiten angegriffen gerade, aber es ging mir hin. So, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Bams. Schießt. Yeah. Komm jetzt schnell auf die andere Seite. Da haben wir ja noch mehr Probleme. Okay, da ist die Asterios. Jetzt sind wir natürlich geschwächt. Das ist nicht gut. Das ist das Zielschiff. Aber zwei davon könnte eng werden. Dann müssen wir erstmal auf sichere Gewässer. Wir müssen die Asterios erstmal abhängen, um da frei zu kriegen. Wir können uns aber auch gerne verfolgen. Hol das Segel ein! Das ist nicht sicher, Kapitän. Sie werden uns treffen! Nee, nee, die kriegen uns nicht. Seht ihr? Haha, da haben wir Position gewonnen. Aber wir müssen mal passen. Und jetzt Gas geben. Abhängen wieder. Jetzt drehen wir mal ab. Und schnappen uns die von der Seite. Wir haben die gut runterbekommen. Verdammt, falsche Seite. Aua, das hat wehgetan. Bam! Komm mal. Schieß, schieß, Männer. Also, die Enterung. Komm. Wow. Okay, zwei Schiffe haben wir und das andere können wir uns jetzt nachher noch schnappen. Rüber mit euch, Männer. Hallöchen. Aua. Was soll denn der Mist? Jetzt wackel ich die ab als Dankeschön. Ciao. Jetzt wird er... Oh, ist ja unfair. So, alle platt. Er geht noch planschen. Nympho ist das, Nympho. Nichts mehr mit Nympho hier, du. Oh. So, schön. Können wir unser Schiffchen mal auffrischen, war also gut, gut gemacht. Söldnerhandschuhe haben wir da noch gefunden, die können wir mal checken gerade. Ich brauche ja unbedingt eine neue Rüstung auf. Können wir ins Inventar einmal reinglotzen. Eine Sekunde. Machen wir mal eben. Ja, das mit dem Speer dazu müssen wir jetzt. Ich mache jetzt erstmal, genau, müssen wir jetzt erstmal hier das Schiff kapern noch. Okay, da haben wir nur diesen hässlichen Helm, deswegen hatte ich den nicht aufgezogen. Der sieht einfach abgrundtief hässlich aus. Okay, da haben wir echt was Besseres gefunden. Jägerschaden. Ja, okay. Die Boni sind nicht unbedingt besser. Können wir mal nehmen. Hier haben wir leider auch noch nichts Geileres. Ich glaube, da müssen wir mal zum Schmied irgendwann gehen. Weil dann haben wir nicht diese komische Rüstung auch mehr am Start. Die ist echt. So viel Unbekanntes am Horizont. Na dann mal weiter. Holen wir uns das Unbekannte. So, Schiff ist wieder fresh. Oh. Da konnte ich noch was mitnehmen. 67 Drachmen schnell noch eingepackt. Ja.
Ja, Matze schreibt gerade, man kann den Helm auch im Spiel nicht zeigen lassen. Das geht natürlich auch, mache ich aber in dem Fall nicht. Gott, ich will jetzt nicht noch mehr Schiffe an der Backe haben. Geh jetzt mal ganz kurz hier auf der Seite lang. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht hier jagen werden rechts. Komm schon, volle Power. Bam! Wurde ich stark. Boah, die machen richtig Schaden. Das ist richtig krass. Oh Gott, ob wir die platt kriegen? Bam! Okay, jetzt muss ich. Scheiße, schlecht geschossen. Richtig schlecht sogar. Am Bein drehen, komm ran. Boah, es wird hart. Komm, Ramschmorn. Komm, alle Kopf einziehen und bam. Okay, jetzt Vollspeed, komm. Runter, runter. Scheiße, Mann. Das war nicht gut. Das ist super hier, die Position. Boah. Boah, das war so knapp. Ja, Mann. Entern einleiten. Boah, was für ein Fight. Ja, Speere. Ich muss echt die Speere einsetzen. Ihr habt absolut recht, ey. Die habe ich ja auch noch. Vergesst das jedes Mal. In diesem Eifer des Gefechts. Ja. Ja, war für die extra Spannung, Leute, wisst ihr? Ah, down. Das war's mit dem. Der kriegt eine Doppelmassage. Oh, scheiße, scheiße. Bleib stehen. Aua. Und das Pfeile herstellen. Verdammt. Wieso sind das so viele? Oh, das sind mehr als ich dachte. Ich dachte, ich hätte doch noch einige Unterstützer hier an Bord, aber nichts da. Mal ein bisschen Fackeln. Ja, jetzt sind alle am Brennen. Verdammt. Das sind viele. Wow. Knappe Kiste. Verdammt. Ha!
macht die denn da? Komm, den nehme ich mir für dich auf. Aber ich habe keine Pfeile mehr, verdammt. Okay, dann machen wir es so. Boom. Yeah. Ja, weißt du echt, wie die alle vom Schiff uns anfeuern, aber keiner hilft. Absolut, ey. Trauerspiel. Oh nein, die dicke Kiste brauchen wir noch. Schnell. Jagdbogen, geil. Geil, geil, geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ding hier unter Wasser zu stellen. Haben wir noch was? Oh, den kann ich nur aufheben. Den können ruhig mit untergehen. Das ist mir egal. Ich komme wieder zurück, Freunde. Also, Jungs, nächstes Mal könnt ihr mir auch ein bisschen helfen, ne? Also, muss es jetzt nicht so sein, dass ihr einfach alle chillt. Du bist halt ihre Göttin. Schreibt Julie. Ja, ist tatsächlich so, ne? Du warst in der Art. Okay. Boah, lass uns kurz mal hier reinglotzen. Lass uns da unbedingt mal. Also, das Schwert ist eh geil. Die sehen fast gar nicht anders aus. Die Piratenkampfhandschuhe. Legendäre Arme. Die auch für unsere Zwecke durchaus cool sind. Kritischer Schaden und Attentatsschaden. Oh yeah. Kriegerschaden, Adrenalin pro Treffer. Sieht nice aus. Wir brauchen jetzt nur noch was für unsere Brüste. Ah, das lohnt sich nicht. Da haben wir echt eine. Die Stiefel des Agamemnon sind einfach hammergeil. Und hier haben wir auch noch was Neues bekommen. Und zwar einen Jagdbogen. Mit mehr Kriegerschaden. Finde ich saugut. Ey, wir sind richtig gut ausgestattet. Nur unser blöder Brustpanzer und der Helm. Da muss was Neues her noch, Freunde. Hier muss ich einmal drüber gehen. Werden wir eh nicht benutzen. Okay, und hier gehe ich auch einmal drüber, damit da die Info weggeht. Sehr schön. Der BH des Schreckens, schreibt die Rossi. Ja, den werden wir sicherlich noch finden. Den brauchen wir noch. Oh, habe ich verpasst. Egal. So, jetzt mal wieder rüber und den Speer verbessern. Das machen wir jetzt, müssen wir jetzt hier vorne machen. In dieser Schmiede. Genau, Verkauf oder Zählege die alten Items, hast du auch recht. Sollten wir vielleicht mal gerade, komm, können wir mal gerade so zwischendurch mal einmal machen. Obwohl, das kann ich ja auch wieder, ach, mach ich mal alles beim Schmied, komm, dann mach ich in einer Schmiedrunde. Ist schön, sie singen hier. Guck mal, wie cool das aussieht. Die Adrastea kann die stärksten Stürmer und die heftigsten Schlachten überstehen. Doch sie wurde erbaut, um bei solch herrlichem Wetter zu segeln. Gut, passender Kommentar zu meinem Kommentar. Das muss doch hier gewesen sein, ne? Können wir doch eigentlich hier anlegen oder gibt es da noch eine bessere Anfahrtsroute? Vielleicht hier von der anderen Seite. Dann machen wir es so. Jetzt gehen wir einmal um die Insel ein bisschen rum. Oh, da will uns doch nicht etwa wer angreifen. Ernsthaft? Ernsthaft? Beeilt euch! Boah, das ist gut gesessen. Ich will noch was ausprobieren gerade mit dem Rammsporn. Der macht, glaube ich, die meisten Damage im Abstand, ne? Kann man die nur mit Rammen plätten eigentlich? Stimmt, oder? Und jetzt aber. Aber das lohnt sich nicht. Also ich weiß nicht, ob das Rammen sich so lohnt. Ganz ehrlich. So, jetzt will ich nochmal das auschecken.
Bam! Okay, wenn ich den so von der Seite kriege, sind die kriegen wirklich den meisten Schaden. Den holen wir jetzt nochmal mit dem Rammsporn, komm. Wollen wir bei unserem Testparcours jetzt hier. Bam! Ja, Mann, das mit dem Zerlegen. Das ist so nice. Geil aus, dankeschön! Ja, die Speere muss ich wirklich öfter verwenden. Aber wir können die auch nur einmal. Wir haben doppelt Pfeile, ne? Und ich glaube, mit den Pfeilen geht auch die Range besser, ne? Oder? Wie weit kommen wir mit den Speeren? Ja, mit den Pfeilen kommt man, glaube ich, ein bisschen weiter, ne? Ist ja auch logisch. Aber die Speere sind echt noch, das ist echt Verschwendung, dass ich die nicht in der Nähe verwende. So, gut. Haben wir das auch alles rausbekommen, vor allem mit dem Rammen mal so ein bisschen trainieren können. Jetzt fahren wir hier wieder rum. Ein bisschen Speed aufnehmen. Komm, Reisegeschwindigkeit. Was ist denn für eine Welle? Alter. Guckt euch das mal an hier gerade. Aber ja, da sagte auch der Barnabas, diese Gewässer erfordern äußerste Vorsicht. Speere sind halt für den Nahkampf und machen mehr Schaden, auf jeden Fall. Ja, wir haben die auch schon mal ausprobiert, aber ich habe das irgendwie im Eifer des Gefechts setze ich die dann ständig nie ein. Konzentriere mich dann auf Rammen und Bogen, aber das ist total dumm, weil gerade wenn wir nah dran sind, sollte ich auch nochmal die Speere dann direkt abwerfen. Spart uns bestimmt ein bisschen Stress nochmal. Wie viele Korrektisten hast du schon getötet, fragt der Killerpilz. Viele. Echt, sind einige gewesen mittlerweile. 3 Stück auf jeden Fall. Deswegen haben wir ja die Fragmente und können jetzt den Speer verbessern. Ja, von den Obermoppen. Und dann segeln wir jetzt auch mal hier rum und da kriegst du ja diese Punkte, weißt du? Bin das so entspannt, hier so lang zu segeln. Deswegen, eigentlich habe ich heute gar nicht so viel Zeit gehabt, aber ich dachte, ich mache noch zwischendurch einen kleinen Stream mit euch zur AC. Und ja, ich glaube, das ist doch wieder, hat sich doch wieder gelohnt, meiner kleinen Reise hier ins schöne Griechenland. Wobei das Wetter in Deutschland ja momentan auch vor Oktober extrem geil ist, ne? Also ich muss ja sagen, Hut ab, wer ein gutes Wetter in Deutschland erlebt um diese Jahreszeit. War eine gute Idee mit dem Stream, schreibt die Rossi. Langsamer! Ja genau, ich habe ja so ein Zeitfenster von 2 Stunden gehabt und dann dachte ich, hey, dann machst du mal mit euch wieder eine kleine Runde AC. Und ich habe auch überlegt, wir machen irgendwann mal die Tage irgendwie nächste Woche oder so. Vielleicht so einen längeren Stream zu AC. So einen, weil das Spiel ist ja immens und da steht noch so viel bevor. Und ich würde das gerne eigentlich vor Red Dead nochmal durchgezockt haben. Weil dann wollte ich mich auf Red Dead konzentrieren. Das kommt ja auch bald. Ja, und dann muss ich mal gucken. Da müssen wir vielleicht mal so einen richtig geilen Hardcore-Stream hinlegen oder so. Also ein Stündchen oder so streame ich auf jeden Fall noch. Oh, guck mal hier. Der gegen Wildschwein. Wieder unsere Dokumentation. Oh, Doppel. Das geht nicht gut. Sollen wir uns das anschauen? Die haben den Bären erledigt. Okay, ich sollte vor denen verschwinden. Die könnten... Die sind richtig mies. Alter. Sag's ja, die sind mies. Aber den kann ich nicht parieren. Na komm her. Ich brenn's wenigstens. Boah, starkes Ding. Der Bestienschreck war das auch. Das war so ein Special. Oder was? Ah ne, das war das, weil ich Wildschwein getötet habe. Okay, weil ein stinknormales Wildschwein nur anders koloriert.
Jetzt wollte ich mich wieder heroischer darstellen, als ich war. Oh, Moment, mitnehmen. Gute Olivenholz. Müssen wir erstmal wieder in die, den Eingang da rein. War vielleicht doch nicht so clever, von der Seite zu kommen. Oh, oh Holz. Ich glaub, der war doch hier, ne? Mal ein bisschen was mitnehmen. Ist schon geil, die Insel gefällt mir gut. Insel Andros ist es doch, ne? Du siehst sie doch. Ja, Insel Andros. So, und wo war nochmal jetzt hier der Eingang? Ja, wisst ihr, wollte ich Zeit sparen, ne? Und dann extra so einen Special-Segel-Turn machen. Und dann sowas. War doch eben noch da. Jetzt finde ich den geheimen Eingang nicht mehr. Warte mal kurz. Markier mir das mal, dann ist es irgendwie besser zu sehen. Du gehst weiter weg. Ja, gute Idee. Mit Icarus können wir mal gucken, wo der war. Bevor ich hier wieder rumeier. War das da an der Seite irgendwo? Das war doch so eine... War doch so eine Art Schlucht nach... Nach da unten. Verstehe, okay. Warte mal. Das ist ja die uralte Schmiede, die ist ja schon da vorne. Moment. War das nicht dann hier? Irgendwo? Das andere Icon, genau. Danke. Das ist ja, zeigt dir ja an. Weil dann müsste es ja... man das nicht hier sieht von oben. Hier, da will ich nicht eins. So, ein bisschen doof, ey. So, komm, das kann ich jetzt, das müsste ja der Eingang direkt zu finden sein, wenn ich jetzt das anvisiere. Dafür müssen wir erstmal hier wieder über den halben Berg. Da bin ich weiter weggegangen auch noch. Hätte ich mal direkt das Icon hier gecheckt, so. Weißt du? Der Sarazar wieder. Nee, nee, nee. Einfach Watchtime schinden. Schnellreise, gute Idee. Gute Idee auch wieder hier. Genau. Sollte ich machen, dann müssen wir uns das gar nicht antun hier. Dann machen wir einfach so. Upp. Haha. Müssen wir gar nicht über den Dings hier, weil unsere Bergziege schreibt die Rossi schon, aber müssen wir ja gar nicht dann, ne? Wenn wir einfach so da rein jutschen. Aber lief eigentlich ganz gut, auch mit dem Seeschlachten. Jetzt werde ich auch Speere verwenden. Denk an die Pfeile. Ein Tag geht zu Ende und ich habe ihn gut genutzt. Mhm, das stimmt allerdings. Da musst du ein bisschen joggen, die Cassandra. Endlich, nach tagelanger Wanderung, hat man alles geschafft. Okay, da gucken wir mal. Die uralte Schmiede. Die ist so uralt, man kann ja nicht sagen, wie alt sie ist. Yeah! Juhu!
Willkommen in Athen. Begib dich nach Attika und hier auch, ne? Okay, da sollen wir jetzt 07 Artefaktfragmente einsammeln. Das kann ja interessant werden. Level 15 sind wir auch. Und ich will da nochmal gerade reinschnieken. Yo, Mann! In die Fähigkeiten natürlich. Hammer. So. Und jetzt ist der Speerstufe 3. Maximale Adrenalinsegmente plus 8 Gesundheit. Okay. Ah, okay, so ganz habe ich das noch nicht gereiht. Fähigkeitspunkte. Da will ich ansetzen und ich will jetzt auf jeden Fall einen, wo wir es mit Bogen nehmen. Ah, ist das nur ein Update von dem Skill? Weiß es nicht. 4 Gegner gleichzeitig ist natürlich nicht schlecht. Pam? Boah, guckt euch das mal an im Video. Haut direkt 4 Gegner auf einmal um. Also noch alles Level 1er. Egal, ich nehme ihn trotzdem mal und leg den auf 4. Ich tausche die beiden mal um, glaube ich, oder? Kann ich das denn hier machen? Hier kann ich den neu setzen einfach wahrscheinlich, ne? Ich glaube, den würde ich gerne hier haben. Den würde ich dann gerne oben haben. Und der hier ist ja eher so ein Special, den man nicht mal schnell im Kampf verwendet. Den setze ich... Oh! Ja, wollte ich auf Kreis setzen, drücke Kreis und wende. So, habe ich zu früh gedrückt. Schön. Bei Quests haben wir auch alles durchgecheckt. Okay, das kann ja was werden hier. Der attische Seebund. Nee, das will ich natürlich. Willkommen in Athen. Dann werden wir wohl uns auf nach Athen begeben. Und in Kürze.